Salut, Leifle, Adult Milchhaier, wir sind zusammen für ein bisschen über D3 zu schwätzen. Heute gucken wir am Funk Square Enix durch. Da hier hatten eine relativ enttäuschende Klangpräsentation. Ich weiß nicht, was da geschieht ist. Sie haben irgendwie, habe ich das Gefühl, zu viel Showcase-Rechte und in andere Kompanie gehen. Sie hatten nicht so viel, sollten nun Sony oder Microsoft gehen. Schon gerne du Sony, weil Sony dort mal nicht proper verpackt. Sind einzeln an so die Interviews bräuchten, mal nicht in griechische Konferenz. Dazu kommen wir nach Sony, du gehst an die Feier geheilt. Nein, nicht gerade. Nee. Square Enix, auf jeden Fall, die sind sie knapp durch 6 Spieler gegangen. Wann ich überhaupt davon kann schwätzen. 6, 7 Spieler, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das ist traurig. Das losgegangen, mit etwas, was sie schon gewiesen hatten, The Awesome Adventure of Captain Spirit, ein Spiel, wo ich gratis kann rauflösen, das ist ein Spiel von .NET, es lebt am Nemschen Universum, wie The Life is Strange, und es soll anscheinend ein paar Hinweise haben, ob Life is Strange 2, was übrigens noch nicht wirklich am Development ist, mir wird kommen, nachdem die Projekte haben drin sind. Cool, okay. Nicht interessant für mich, gar nicht, weil, wie ich schon ein paar Mal persönlich gesagt habe, ich schon neu gegen Narrativspieler an The Life is Strange als Menschen, die mich kaptiviert hat, basiert auf seinen Flashback-Option, auf seinen echter Zeit zurückspulen und Butterfly-Effekt-Option. Dennoch, als die Geschichte selber, also denke von denen, langweiligsten an meiner Meinung nach, was eben so Narrativspieler bis bisschen brauche. Persönliche Meinung, respektiert das oder geht eins? Also, als nächstes aus eben Dragon Quest 11 kommt. Dragon Quest 11 ist ein Spiel, wo schon nach Japan rauskommt. Da geht es halt um die lokalisierte Version vom Spiel. Es wird Dragon Quest 11 Echoes of an Illusive Age heißen. Die haben immer so fürchterlich lange genommen. Auf jeden Fall, also es mehr Dragon Quest. Dragon Quest bleibt relativ immer klassisch zu seiner Formel. Schuss den heute als angepasst gehen und die aktuelle Generation, wird ausgesehen Sound und Technik geht. Das ist ein Flottspiel am ausgesehen, das schuld, dass man nicht 3DS-Version kriegen. Wir kriegen just die Hey Shane-Version, wo dann halt für PC, Xbox One, Manager, PS4, wenn ich mich nicht irren, also sogar nicht mehr ein PC und PS4. Weil auf jeden Fall, als schuld, weil du gehst eine 3DS-Version, die just in Japan rauskommt, hast du mir sicher schon nicht mehr kriegen. Klarer Beweis, dass Nintendo auch 3DS schon abgehen hat, obwohl sie das noch nicht so wollen. Sie sollen das noch ein dickes Succes, mit das absolut null Spiel präsentiert gehen, dazu kommen wir noch Nintendo. Auf jeden Fall, als nächstes kommt mal ein bisschen gewesen, ein Update, den Final Fantasy 14 kriegt, ein Crossover mit Monster Hunter World. Da werde ich können eben verschiedene Kreaturen aus Monster Hunter World an eben Final Fantasy 14 besiegen, einer anderen am Monster Hunter World werden ein ganz Reihe Kostümen kriegen aus der Final Fantasy Serie, nicht nur spezifisch Final Fantasy 14, aber immerhin cool Sache. Für die Leute, die Fans von der Serie sind. Für Diana, als das tut kein richtiges Reveal, dafür habe ich halt von 6-7 Spielern geschwärzt, weil es immer mal nicht sicher, ob verschiedene von denen können mitgezählt gehen. Einer anderen, das ist ein Crossover-Update von Final Fantasy 14. Als nächstes Just Cause 4. Das war so schwer. Weil, als ich mal war der Leak von Walmart oder so etwas. Dann war ein anderer Leak von so etwas wie Banner für ein Pre-Order von Just Cause 4. Die Schüren der E3, wo schon jeder bescheid, dass Just Cause 4 ging kommen. Mit dann hat Microsoft das gewesen. Das heißt, nach ein Kerspiel, wo schon jeder wusste, und was das geht, schüsst das Kerl während der Square Enix-Präsentation, kommt mal ein bisschen mehr genauer Look an den Schein, wie das Ganze funktioniert mit dem dynamischen Wider, Gadgeten, wie die Zerstörung von der Welt funktioniert. Das ist eine schlaue Zerstörung wie an den letzten Spieler. Zum Beispiel für drunter, wenn in einen Brick abgesprengt wird, wie ein abgesprengter Stecker, hallo, da wo der Sprengstoff auf, geht Zerstörung un, und gesagt, wie ihn dann eben halt realistisch sich zusammenbricht. Das ist cool, Struktur abgebaut. Das ist flott und dann eben natürlich noch ein bisschen die Vehikülle und so weiter, die gehen am Spiel. Okay, da sind wir rübergegangen am Anfang, ob noch etwas, was sie rumgewiesen hatte, schon bei der Microsoft-Präsentation, und zwar Kingdom Hearts 3. Was interessant ist, sie haben am Anfang einen funkelneuen Trailer gehalten für die Sony-Präsentation, so dass sie ihre Mainkehr nicht wirklich etwas Neues zu weisen hatten. So nicht wirklich, weil ich eine ganze Reihe Leute im Internet höre, so ein Kingdom Hearts 3 bei Square Enix, das ist der nämlichen Trailer wie bei Microsoft. Nee, das ist nicht der nämlichen Trailer, ne? Du gesagt, dass natürlich nicht jeder dann dafür hat, aber das sind zwei verschiedene Trailers. Hier, die ganze Sequenz mit Frozen sind die nämlich. Mit Duno, also eine ganze Sequenz mit Ratatouille,
wo die meisten Leute gehen erwähnen, da als Ratatouille-Welt konfirmiert gehen an dem Trailer. Das war nicht am Trailer von Microsoft dran. Eine andere nur den Szenen, wo in der Xemnas an den Onsen gesagt, sie stehen für dem Manoir, für dem riesigen Gebäude eben an Twilight Town, an die schwätzen am Sora. Am ersten Trailer von Microsoft gesagt die Chloe nach immer die typische Atmosphäre, wo zwischen denen sitzt. Eben Onsen an Xemnas an Sora. Die hatte schon immer eine komische Beziehung. Die wollen, dass der Sora seinen Job weiter mit Herzen sammelt und so weiter. Und auf der anderen Seite wollen sie nicht, dass der Sora sein Ziel erreicht. Und zwar irgendwie Lucht durch Kingdom Hearts bringen. Ja. Auf jeden Fall, was nachgewiesen ist, eben als eure kleinen Aspekt von einem Dark Aqua. Das heißt, an dem Trailer waren schon wichtige Elemente, die auch nicht waren. Es war nicht den ersten Trailer. Für Kingdom Hearts Fans war es klar einen anderen Trailer, weil da waren andere Informationen, wo wir gefiedert kruten. War cool. Als nächstes hatten wir mal endlich etwas, was sie gewesen haben, was sie bislang gar nicht gewesen hatten. Und ich war dick erstaunt drüber. Und zwar The Quiet Man hieß das. The Quiet Man ist immens komisch. Das Lastgang mit einem Live-Action-Trailer, den sich dann um Matzen am Trailer an Gameplay umgewandelt wird. Und ich war der Guardian, so möchte am Genre, ich höre nicht, oder? Sehr fröhlich, oder? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das ist ein Cinematic-Trailer, den nicht viel zählt, die wird das Spiel wert sind. Und dann kommt mal das Spiel rum gewesen, wo man schon seit langem wissen, wo könnt, wo man schon auch bei der Microsoft sein Showcase hat. Das ist nicht witzig, Square Enix, was sie da gemäht haben, ne? Sie haben also einfach schon eine Wiederholung gehen von dem, was sie schon gewesen hat, also irgendwo auch nicht. Und zwar Shadow of the Tomb Raider. Das ist mehr Tomb Raider, basiert auf dem Tomb Raider Reboot, den wir kruten, oder der Re-Reboot. Und ja, das ist einfach ein neuer Teil an dieser Geschichte. Da geht es wirklich nicht so an, das ist mehr Tomb Raider. Du hast nicht wirklich viel Neues gewesen an dem Spiel, basiert auf die Lash 2. Woraus kommen sie, dafür für Leute, die froh sind, gehen nicht ein Rezept ändern, wo funktioniert. Tomb Raider funktioniert, nicht mehr go. Just auf einer Seite, es wirkt ein bisschen hinten dran, wenn ein Vergleich mit den Spielern, die in der Lage rauskommen sind. Und da haben wir eigentlich Uncharted zum Beispiel, da haben wir Horizon oder God of War. Natürlich muss ich nur bedenken, dass das Spieler sind, die direkt als First Party zu Sony gehören. Die Sony lässt denen mehr Zeit, gibt denen mehr Aktien auf Librerien und Ressourcen. Aber es fängt an, leider aufzufallen, dass auf der PlayStation die First Party Studios, der Tisch am Anfang Naughty Dog, der Tisch Santa Monica Studio, wo 100 God of War ist, oder Guerrilla Games, wo Horizon gemäht wird, es sei denn, dass sie mehr Unterstützung kreieren. Ja. Voilà, ich will meinen Schlippchen Kaffee, weil wir am Funk schon fertig sind mit Square Enix. Das war es. Du war nicht mehr. Und das ist etwas, was das hier auf der E3 immer mehr und mehr auf die Tür kommt. Das Gefühl von... Weh, also schon fertig. Und das ist etwas, was für und alle... Auf den heutigen E3-Tag, den zweiten Tag, war das wirklich ein Thema, was ich wiederhole von... Weh, das war es schon. Also schon fertig. Und das ist krass. Das ist interessant und... Ich weiß nicht, ich hoffe, nächstes Jahr geht besser, weil das Beste, dass Square Enix wird, ein ganz reicher Spieler, die sie können weisen. Wir sind auch von Lever gewesen, dass was demnächst rauskommt. Innerhalb einem Jahr. Die Spieler für 2018 sind ein paar für Anfang 2019. Wir nicht, was mehr lang ist. Und das fand ich schön, weil Leute freuen sich, was für ein Fantasy 7 Remake. Leute freuen sich, was da teilen, was da tun. Octopath Traveler ist mal gar nicht gewesen gehen, obwohl das Spiel auch ein paar mehr rauskommt. Für was, wo er decidiert, eine Präsentation langweilig durchzustellen, obwohl da ein Katalog hat und Sachen, wo er kennt, weisen. Das ist das größte Geheimnis, wo ich bei der Square Enix bin, auf 4 und alle bei Sony. Weil Sony, dazu kommen wir als nächstes. Alle, das war Nalpenmilch. Ich hoffe eben, das gefällt euch. Mein kleinen Kommentar zu der E3, auch wenn du ein bisschen Verspätung drüber hast. Falls ihr noch nicht geguckt habt, fand ihr auch eben, wie gesagt, Microsoft und Bethesda oder im Gedrängt. Vielleicht noch in anderen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und bis nächste Mal, wenn wir weiter schwätzen über E3. Alle, ciao.